Quarantäne. Tag 2. Yay. Meine Haare sind eine Katastrophe. Meine First Impression. So Leute, ich habe das erste Set jetzt angezogen. Es sieht so gut aus. Oh mein Gott. Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin in Quarantäne. Tag 2. Yay. Ich habe Corona bekommen. Höchstwahrscheinlich habe ich mich auf der Arbeit angesteckt. Das heißt höchstwahrscheinlich, eigentlich weiß ich, dass ich mich auf der Arbeit angesteckt habe. Anyways, ich werde euch ein bisschen durch meine Quarantäne mitnehmen. Wie gesagt, heute ist Tag 2. Ich habe mir gerade Essen bestellt, weil ich Hunger habe. Chinesisch. Ich hoffe, dass es gleich ankommt. Ansonsten geht es mir soweit gut. Ich habe Husten bekommen seit heute oder seit gestern Abend. Heute ist es noch schlimmer geworden. Bei mir hat das Ganze so angefangen, dass ich halt Sonntagabend leichte Halsschmerzen hatte. Montagmorgen bin ich von diesen Halsschmerzen, weil sie so extrem stark waren, aufgewacht. Habe dann einen Test gemacht und also habe mir dabei erstmal noch nichts gedacht und mein Test war auch negativ. Naja, ich musste dann Montagabend arbeiten, bin dann zur Arbeit gegangen, hatte immer noch Halsschmerzen. Habe dann erstmal noch 2 Stunden gearbeitet und ich hatte meiner Arbeitskollegin das erzählt und sie meinte, ja, du weißt, dass die und die halt positiv sind, bla bla bla. Und ich hatte halt mit denen vorher zusammengearbeitet, den Tag, nee, 2 Tage davor. Und dann dachte ich so, scheiße. Dann hat sie auf jeden Fall meinem Chef Bescheid gesagt und der hat dann nochmal mit mir einen Test gemacht und dieser Test war dann positiv. Ich meinte zu ihm, er soll mich im Rachen testen, nicht in der Nase, weil mein Test in der Nase ja negativ war. Dann hat er den Test halt im Rachen gemacht und der Test ist straight, einfach direkt 2 Striche rot. Und ich dachte mir so, no way. Das ist das erste Mal, dass ich Corona habe und Friends, das ist nicht nice. Jetzt ist es aber eigentlich wie so eine Erkältung, aber halt mit extrem starken Halsschmerzen. Es geht mir sonst soweit gut. Ich fühle mich jetzt nicht übertrieben schlecht. Aber ja, mal gucken, wie es noch wird. Wie gesagt, das ist der 2. Tag. Ich bin gestern dann direkt vormittags, also wir haben heute Mittwoch, gestern war Dienstag, gestern war mein 1. Tag in der Quarantäne. Ich bin gestern Vormittag direkt zum Testzentrum gefahren, um einen PCR-Test zu machen. Und mein Ergebnis habe ich noch nicht, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn das Ergebnis da ist, ich schätze mal, höchstwahrscheinlich wird es positiv sein. Ich bin jetzt so oder so erstmal in Quarantäne. Und ja, ich werde mich jetzt ein bisschen versuchen zu beschäftigen, ein bisschen abzulenken. Ich habe gestern schon Sachen gemacht, die ich sonst nicht mache. So Uni-Anträge ausgefüllt, beziehungsweise muss ich noch so einen Englischnachweis einreichen. Den muss man halt einreichen, bevor man seine Bachelorarbeit schreibt. Aber ich dachte, ich mache das jetzt schon mal. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber dafür habe ich schon mal einen Antrag ausgeführt. Dann wollte ich noch einen Leistungsnachweis abgeben für eine Fremdsprache. Ich hatte Russisch belegt im 3. Semester. Davon hatte ich den Leistungsnachweis noch nicht abgegeben. Das habe ich gestern auch noch gemacht. Ja, da habe ich noch so Papiere wegsortiert und so Sachen, die ich sonst nicht mache, die ich aufschiebe einfach. Ich habe heute Morgen auch schon Kokosnussöl in meine Haare gemacht. Deswegen sehe ich auch gerade so aus, wie ich aussehe. Ich muss duschen. Ich fühle mich echt eklig, aber das werde ich, glaube ich, erst morgen machen. Also beziehungsweise Haare waschen und so, weil das ist Kokosnussöl jetzt erstmal seine Zeit einwirken. Ich habe es heute Morgen erst reingemacht und meistens lasse ich es immer über Nacht einwirken, deswegen. Ich glaube, was mich an der ganzen Sache am meisten aufregt, ist einfach, dass das Wetter so krass schön ist und ich nicht raus kann. Ich bin froh, wenn ich aus dieser Quarantäne wieder raus bin und mich hoffentlich am 7. Tag freitesten kann. Das Wetter ist nämlich wunderbar schön und ja, ich kann in den Garten gehen und das werde ich auch, glaube ich, noch tun. Ich glaube, mein Essen kommt. Mein Essen ist da. Leute, mein Essen ist da. I'm so happy. Ich habe mir Bratnudeln bestellt. Also Bratnudeln. Schaut mein Essen aus. Sehr delicious.
Update, Leute. Ich lag die ganze Zeit im Bett und obwohl ich nichts gemacht habe, beziehungsweise nicht viel gemacht habe, wir haben 6.23 Uhr, also abends quasi. Wir haben quasi 6:30 abends und ich bin müde und kann so schlafen irgendwie. But I don't know. Ich glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen, ein bisschen nappen. Wild sehe ich aus. Meine Haare sind eine Katastrophe. Erstmal, hello Leute, was geht ab? Es ist Tag 3 in Quarantäne. Heute wollte ich meine Haare waschen und allgemein ein bisschen duschen gehen, damit ich mich wieder ein bisschen fresh fühle. Ich habe immer noch Husten. Meine Halsschmerzen werden auf jeden Fall besser. Heute wollte ich so ein bisschen hier aufräumen. Ein paar Sachen machen, die ich von zu Hause halt machen kann. So Steuererklärung, dies und das. Mal gucken, ob ich das alles schaffe. Wie gesagt, ich wollte auch duschen, so ein bisschen Skincare machen, denke ich. Mein Freund ist gerade ein bisschen was einkaufen. Er ist negativ, dann geht's gut. Wir schlafen auch in getrennten Räumen. Ansonsten wollte ich Pancakes gleich machen. Wollte gleich ein Plissé anbringen. Das wollte ich eigentlich gestern schon machen. Und halt Wäsche wegsortieren und so. Das werden wir jetzt gleich zusammen machen. Und mein PCR-Testergebnis habe ich irgendwie immer noch nicht bekommen. Ich habe da heute Morgen angerufen. Ich habe den Test ja vor 2 Tagen gemacht und die meinten, dass es 48 Stunden dauert. Meine Arbeitskollegin, die auch in Quarantäne ist, die hat ihr Ergebnis schon direkt einen Tag später bekommen. Irgendwie dauert es bei mir nur mal wieder so lange. Ich hoffe, dass das im Laufe des Tages kommt. Ich hatte, wie gesagt, dort angerufen und die meinten auch, ja, dass sie zurzeit echt viel zu tun haben und es deswegen ein bisschen dauern kann, aber es heute kommen sollte und in Bearbeitung ist. Und ich werde euch auf jeden Fall updaten. Ich glaube, wir machen jetzt das Plissé als erstes dran. Leute, ich habe geschafft, dieses Plissé anzubringen. Ich bin so stolz auf mich. Leute, ich sehe gerade echt noch katastrophal aus. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie meine Haare ein bisschen richtig zu machen, aber I don't know, es bringt eh nichts. Auf jeden Fall ist mein PCR-Ergebnis jetzt gekommen und ja, was ein Wunder. Ich bin positiv auf Corona getestet. Das ist echt kacke, aber was soll ich machen? Ich wusste es eh schon, weil halt bei mir auf der Arbeit wirklich voll viele alle sich angesteckt haben. Ja. Hi. Freitag. Ich bin immer noch in Quarantäne. Also ich bin ja seit Dienstag in Quarantäne. Das heißt jetzt schon den 4. Tag. Dienstag eingeschlossen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja. Den 4. Tag. Ich wollte seit 2 Tagen duschen gehen. Ich war, wie ihr sehen könnt, immer noch nicht duschen. Ich sehe immer noch so aus, wie ich aussehe. Aber das werden wir jetzt ändern. Denn ich werde jetzt duschen gehen. Danach machen wir ein bisschen Skincare zusammen. Und es kamen Pakete an und deshalb dachte ich, mache ich in diesen Vlog rein noch so einen kleinen Try-on-Haul und wir werden die Sachen gemeinsam auspacken und dann zeige ich euch sie auch einmal angezogen. Ich freue mich sehr darauf. Da ist nämlich ein Paket dabei, worauf ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Deswegen, aber das machen wir alles gleich oder beziehungsweise nachdem ich duschen war und ein bisschen fresher aussehe als das. Oh mein Gott, ich hasse es. Ich hasse es, wenn meine Stimme so nasal klingt. So. Okay. Egal, ich werde jetzt duschen gehen. So Leute, ich habe mittlerweile geduscht. Wir haben jetzt gerade 4 Uhr. Ich muss noch ein bisschen Öl in meine Haare machen. Die sehen gerade echt ein bisschen frizzy aus. Deswegen machen wir das jetzt. Ich werde mich gleich ein bisschen fertig machen. Ich wollte TikToks drehen. Ich wollte euch ja den Haul abdrehen, beziehungsweise mit euch dieses Unboxing, Unpacking machen. So die Pakete, die halt angekommen sind bei mir. Mit euch zusammen auspacken. Das ist einmal von Bershka.
Und dann habe ich noch ein Paket bekommen, worauf ich mich sehr freue, habe ich ja schon gesagt. Das ist von Oceans Apart. Die haben mir nämlich 3 Sets zugeschickt. Und die werden wir gleich zusammen unboxen. Als erstes mache ich mich hier so ein bisschen ready. Und dann packen wir die Pakete gemeinsam aus. Ich habe auch noch ein Paket von Tastyfly bekommen. Auch mega nice und halt Bershka. Leute, ich habe mich gerade schon fertig geschminkt. Mann ey, ich bin schon wieder so spät dran, es wird gleich dunkel. Ich mache mir gerade meine Haare, wie ihr sehen könnt. Ich mache immer Locken und dann mache ich Lockenwickler rein. Ich habe hier noch die unteren Haare, die oberen habe ich schon gemacht. Oh Mann, ich glaube, ich muss das nochmal machen. Bringen wir das nochmal ein. So, alle Haare ready. Drin. Glaube ich, föhne da jetzt noch einmal drüber. So, Freunde, ich habe hier jetzt meinen Föhn. Ich werde da jetzt einmal rüber föhnen, weil meine Haare noch ein bisschen nass waren. Alright. Warten wir kurz. Lassen das kurz ein bisschen abkühlen. Währenddessen kann ich euch eigentlich schon das erste Paket zeigen. Und zwar ist das hier von Tastyfly. Und die haben mir Handyhüllen zugeschickt, worüber ich sehr happy bin. Richtig cute. Richtig cute auch verpackt. Da war auch hier so eine Schleife drüber. Die habe ich schon aufgemacht. Das nicht abwarten, habe mir die angeguckt. Aber ich dachte, wir machen so ein Unboxing. Und ich mache mal die Schleife hier auf. Und ich habe mir einmal so eine Handyhülle. Guck mal bitte. Einmal so eine Handyhülle mit so Boobies bestellt und auf der anderen hier, das ist so eine Spiegelhülle und da steht mein Name drauf. Das ist so nice. Richtig schön. Und hier sind halt so Boobies drauf. Mega nice. Richtig, richtig cool. Habe mich sehr über das Paket gefreut. Das nächste Paket, was wir aufmachen, machen wir gleich, wenn ich meine Haare rausgemacht habe. Oder? Obwohl, auspacken können wir eigentlich schon machen. Auf jeden Fall, Oceans Apart hat mir dieses Paket hier zugeschickt. Und wir machen jetzt so ein Unpacking, Unboxing. Meine First Impression, weil ich habe tatsächlich nicht bei denen bestellt. Das ist das erste Mal, aber ich freue mich sehr auf die Sachen. Oh mein Gott. Die Qualität fühlt sich auf jeden Fall sehr nice an. Mal gucken, wie das so sitzt. Es sah gerade etwas klein aus, aber das ist eigentlich schon meine Größe. Und im Petit. Ich bin Petit. Auf jeden Fall ist das das Kyla Pant. Das ist die Kyla Pant Petit. Und das der Bra dazu. Mega nice. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig schön aus. Ich finde die Farbe so, so schön. Wir gucken uns das gleich getragen an. Ich habe es ja gerade erst aufgemacht. Also Qualität fühlt sich echt richtig gut an. Dann habe ich mir hier, ist das so ein Langarm-Oberteil von dem, das ist ein Trixie Longsleeve, genau. Sieht auch richtig nice aus. Also die Qualität fühlt sich wirklich richtig gut an. So, dann habe ich hier die Hose dazu. Auch sehr nice. Mal gucken, wie die so sitzt. Und der Sportsbra dazu. Richtig nice. Hier sind außerdem so Pads drin. Ich wusste gar nicht, dass da so Pads in den Oberteilen drin sind. Das finde ich auch richtig gut. Dann habe ich mir noch das hier. Das sieht auch richtig nice aus, glaube ich. In der Farbe in so einem Grünton Sachen bestellt. So ein richtiges Sportset. Auch richtig nice. Hier ist die passende Hose dazu. Kann ich mir richtig schön im Gym vorstellen, wirklich. Also richtig nice. Und auch nochmal ein Longsleeve. Ich mag es nicht so gerne im Sport-BH ins Gym zu gehen. Deswegen finde ich das ganz nice, hier halt noch solche Longsleeve-Oberteile
dabei haben. Die Sachen sind mega, mega schön. Wir werden die gleich zusammen anziehen. Ich werde euch die im Try-On einmal zeigen. Wenn ich das hier schon mache, dann machen wir auch ein Try-On und ihr könnt das Ganze angezogen sehen. Die Sachen sind wirklich richtig schön. Die Farbe ist auch mega. Ich liebe ja Khaki, ne? So krank schön. Ich bin so begeistert. Oh mein Gott. Mega nice. Ich werde euch die ganzen Sachen gleich auch nochmal getragen zeigen, wenn ich meine Haare hier rausgemacht habe. Ich hoffe, dass das geworden ist. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht so nice aussehen wird. I don't know. Hilfe. Also irgendwie ist nicht so das Gelbe vom Ei, Leute. Es ist immer so, wenn ich meine Haare frisch gewaschen habe, also wirklich den Tag gewaschen habe und dann machen möchte bzw. stylen möchte, kriege ich es einfach nicht hin bzw. hält dann einfach gar nicht. Ich muss immer mindestens einen Tag warten. Ich werde jetzt trotzdem das Beste draus machen. Ich werde sie morgen wahrscheinlich nochmal machen müssen. Aber wir machen jetzt einfach das Beste draus. So Leute, ich habe das erste Set jetzt angezogen und es sieht so gut aus. Oh mein Gott. Ich bin so happy mit der Farbe auch. Sieht so schön aus. Sieht einfach so nice aus. Vor allem, ich habe das in Petit bestellt. Ich werde euch das gleich auch nochmal zeigen. Also von der Länge her, das sieht so perfekt. Ich bin so happy, oh mein Gott. Also ich werde euch die anderen beiden Sets gleich auch einmal zeigen. Da das eine Kooperation mit Oceans Apart ist, habe ich auch einen Rabattcode für euch. Und zwar Nastassja 30. Ich blende euch den hier oben einmal ein. Damit könnt ihr 30% auf eure gesamte Bestellung sparen. Ohne Mindestbestellwert. Also falls ihr euch die Sets auch bestellen wollt, ich zeige euch gleich auch nochmal die beiden anderen. Sieht so nice aus. Könnt ihr auf jeden Fall meinen Code verwenden. Ich werde euch den auch nochmal unten in die Infobox reintun und euch die Sets verlinken. Und ja. Hier könnt ihr das Set jetzt auch nochmal komplett sehen. Ich zeige es euch einmal. Und so schaut das von der Länge her aus. So, so nice. Einfach perfekt. Sie macht so eine schöne Figur. Bitte schaut mal. Sieht so nice aus. Ich bin so happy. Oh mein Gott. Okay, for real. Ich kann es kaum erwarten, die Sets im Gym anzuziehen. Schaut mal bitte, wie nice dieses schwarze Set auch aussieht. Mit diesem Longsleeve hier drüber. Ich werde den gleich auch nochmal anziehen. Ich habe ja jetzt nur den Sport-BH an, aber es sieht auch mega nice aus. Vor allem auch im Sommer. Ich mag es nur im Winter oder beziehungsweise wenn es etwas kühler ist, nicht so gerne halt mit Sport-Bra nur, weil es halt irgendwie dann zu kalt ist. Dieser Longsleeve ist auch mega nice, deswegen den werde ich gleich auch einmal drüber ziehen, dann zeige ich euch das Ganze. Ich habe den Longsleeve jetzt drüber gezogen und schaut mal bitte, so schaut das Ganze aus. Ich bin auch so happy, weil das ist, glaube ich, mein erstes Sportset, sage ich mal, was ein Sport-BH, ein Langarm-Shirt und eine Sporthose hat. Und ich habe gleich zwei davon mitbestellt, deswegen das andere in der Farbe hier habe ich ja auch noch und davon habe ich auch alle drei Teile. Das ist so nice, weil wenn es halt wirklich etwas kühler ist oder so und man dann zum Sport geht, finde ich es mega nice. Aber das schwarze hier würde ich zum Beispiel auch zum Chillen anziehen einfach. So cool. Ich werde euch das auch noch mal einmal in voller Länge zeigen, einmal im Spiegel. Jetzt schaut mal bitte hier auch mit dem Oceans Apart Zeichen. Dann die Hose auch wieder perfekt von der Länge. Also so, so nice. Und schaut mal bitte, so sieht das Ganze von hinten aus. Und die Länge, ich komme nicht klar, es ist so nice, dass mir das passt, weil es halt Petitgrößen gibt. Und ich habe das im Petit bestellt. Richtig schön. I love it. So, und ich habe jetzt auch nochmal dieses türkisgrüne Set an und es sieht auch richtig, richtig gut aus. Ich freue mich so, damit ins Gym gehen zu können, wenn ich dann aus der Quarantäne wieder raus bin. Aber es sieht so gut aus. Jetzt habe ich auch nochmal das passende Longsleeve-Oberteil. Ich zeige euch das gleich auch nochmal einmal angezogen und ich werde euch das Set auch nochmal in voller Länge zeigen. Es wird schon dunkel leider. Die Sachen von Bershka zeige ich euch einfach morgen in einem Haul. So, ich habe hiervon das Oberteil auch nochmal angezogen und schaut mal bitte, das hat so Daumen. Wie nennt man das? So, das geht auf jeden Fall hier einmal so über die Daumen. Und hier an den Seiten solche luftigen Löcher.
richtig schön. Das Set ist wirklich so ein richtiges Gym-Set. Ich liebe das. Auch die Farbe. Mega, mega schön. Ehrlich, ich zeige euch das einmal in voller Länge. Leute, und so schaut das Set in voller Länge aus. Ich zeige euch das mal einmal im Spiegel hier. Es sitzt einfach so, so gut. Und ich freue mich so, das im Gym anzuziehen. Vor allem auch hier mit den Daumen. So nice. Hallo Leute. Wir sehen können, ich bin wieder umgeschwungen. Meine Haare wieder am Dot. Wir haben heute Samstag. Und ich werde jetzt auf jeden Fall gemeinsam mit euch Pancakes machen. Ich habe die letzten 3 Tage Pancakes gemacht, aber ich habe es nie mit euch zusammen gemacht. Aber wir machen jetzt Bananen-Pancakes. Let's go. First step, die Banane zu machen. Das habe ich schon gemacht. So, was wir brauchen. Ein Ei, Haferdrink. Also ich benutze Hafermilch, könnt ihr auch normale Milch benutzen. Dann Weizenmehl. Rohrzucker in braun, das karamellisiert, Backpulver und Vanilleextrakt und dann halt die Banane, eine Banane. Leute, die Pancakes sind jetzt ready. Pancakes! Wollte euch das Endergebnis einmal zeigen. Here it is! Leute, wir haben mittlerweile gegessen und so weiter und so fort. Ich gebe euch mal ein kleines Update, wie es mir geht. Also es geht mir soweit gut, ich habe immer noch Husten, aber ich habe gerade eben einen Corona-Test gemacht und ihr könnt sehen, er ist so gut wie negativ. Also man sieht nur noch einen richtig leichten Streifen und ich denke, dass ich dann Montag wieder raus kann. Also, dass ich mich dann freitesten kann aus der Quarantäne. Aber man sieht eigentlich fast gar nichts mehr vom zweiten Streifen. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall wieder raus kann. Mein Freund hat heute einen PCR-Test gemacht, weil er gestern extrem Kopfschmerzen hatte. Und seine 2 Schnelltests auch positiv waren. Leute, ich mache gerade für TikTok den Bershka-Roll und ich wollte euch die Sachen ja auch noch zeigen, deswegen machen wir das jetzt noch. Ich hatte nämlich das Paket hier von Bershka bestellt und ich habe schon angefangen. Ich muss gleich nochmal 2 Sachen anziehen, die ich gerade eben schon anhatte. Ich habe nämlich voll vergessen zu filmen für YouTube. Aber das ist ein Kleid, was ich mir bestellt habe und ich finde das jetzt eigentlich ganz cute. Wenn man in den Urlaub fährt oder auch jetzt im Sommer. Mega süß. Ich finde, dass es eher so ein Strandkleid ist, aber ich wollte euch das einmal zeigen. Das habe ich halt von Bershka bestellt. Und ich zeige euch gleich auch noch die anderen Sachen, die ich bestellt hatte. Ich habe das nächste Kleid jetzt angezogen und das schaut so aus. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an so ein Maddie-Dress von Euphoria. Ich finde es irgendwie richtig cute, aber ich weiß halt wirklich nicht, ob ich das behalte. Ich mag das hier am Hals nicht so gerne. Das engt mich immer so ein bisschen ein, deswegen. Aber an sich sieht das super cute aus, auch hier. So, ehrlich, das ist so ein richtiges Maddie-Dress einfach. Und richtig cute auch zum Weggehen. So Leute, außerdem habe ich mir noch diesen Bikini hier bestellt gehabt bei Bershka. Ich fand, der hat so einen richtig coolen Blauton und sitzt mega, mega schön. Und diese Sonnenbrille hier, richtig vibey. Die hat so 90s-Vibes, finde ich. Richtig nice. Ja, so schaut der Bikini aus. Sonnenbrille. So, ich habe jetzt nochmal die Hose und das Oberteil für euch angezogen, was ich gerade eben schon für das TikTok anhatte. Das war auch so ein Oberteil hier mit Cutouts, was ich noch bestellt hatte in schwarz. Ist auch super cute im Sommer.
Und ich finde auch, die Hose passt da ganz gut zu. Das ist so eine Cargo-Hose. Die hat hier an den Seiten solche richtig großen Taschen. Aber die sind mir ein ganz bisschen zu lang, was eigentlich an sich nicht so schlimm ist. Ich weiß noch nicht, vielleicht hätte ich die auch noch mal kleiner nehmen sollen. Ich habe die in 36 bestellt. 34 ist mir meistens irgendwie zu klein. Deswegen, ich mag das nicht, wenn das zu eng sitzt. Aber ja, I don't know. Ich weiß noch nicht, was ich von der Hose halten soll. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich die behalte. Aber sieht schon nice aus. Ich habe halt eine Cargo-Hose. Die hat unten so eine Raffung und die hat hier unten halt so einen Schlag, was ich schön fand. Aber ja, mal schauen. Ich glaube, das sind alle Sachen von Bershka. Achso, ich habe noch ein Oberteil bei Bershka bestellt. Aber das habe ich gerade nicht hier. So, das waren eigentlich alle Sachen, die ich bestellt habe bei Bershka. Werde ich jetzt wieder umziehen und dann werde ich ein bisschen chillen noch. Ich wollte euch einmal nochmal die Sachen von Oceans Apart so zeigen, weil ihr das, glaube ich, so besser sehen könnt, was das für Material ist und so. Es ist wirklich mega nice. Es hat hier halt solche Pads. Das ist einmal das Kyla Set. Und ich finde die Farbe so krass schön. Das ist das Kyla Set in Petit. Ich habe mich am Anfang etwas wegen der Hose erschrocken, weil ich dachte, die ist mega klein. Aber die haben so krass viel Stretch-Anteil. Das ist echt heftig. Und für Sport zum Beispiel, also fürs Gym und so, ist es halt mega nice. Weil dadurch sind die Sachen auch überhaupt nicht durchsichtig oder so. Es liegt auch an den Farben, muss ich dazu sagen. Also die Farben, die ich bestellt habe, sind alle null durchsichtig. Also wenn man etwas in weiß oder so bestellt, dann muss man schon damit rechnen. Aber das ist ja fast bei allen Sachen so. Die Sachen sind halt wirklich richtig, richtig gut. Wie gesagt, das ist das Kyla Set. Dann habe ich hier noch einmal das Jessie Set Deluxe. Deluxe, weil halt dieser Longsleeve dabei ist. Ich freue mich so krass, das hier im Gym anzuziehen, ne? Von der Farbe her. Ich finde, das ist so ein richtiges Gym-Set. Und das ist so ein Set, was ich auch so zum Chillen anziehen würde. Oder auch für draußen oder so. Im Sommer vor allem. Das hier ist halt so ein richtiges Gym-Set. Und das hier in Schwarz würde ich halt für beides anziehen. Irgendwie draußen oder auch im Gym. Das ist halt auch mega nice. Ich habe mir so ein schwarzes Set ausgesucht, weil ich trage meistens schwarz im Gym. Ich liebe halt schwarz einfach und das Set sitzt auch so, so gut. Ihr habt es ja nochmal gesehen. Ihr seht ja auch nochmal den Sport-BH dazu. Der hat halt auch diese Pads drin. Die Sachen sitzen halt wirklich alle richtig, richtig gut und ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Und falls ihr euch was bestellen wollt, könnt ihr mit meinem Code Nastassja30 30% ohne Mindestbestellwert auf alles sparen. Also benutzt den gerne. Ich werde euch den auch nochmal in der Infobox verlinken. Und ja. Weil ich glaube, dass dieser Vlog sonst zu lange wird, da ich schon 1 Stunde 30 Videomaterial habe über die letzten Tage, werde ich diesen Vlog jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Es war nicht allzu langweilig, weil es ist nicht so viel Spannendes passiert. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach ein bisschen mit durch die Quarantäne. Falls ihr mich supporten wollt, gebt diesem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bye, bye, Leute!